Hallo meine Hübschen, ich war mal wieder shoppen. Ich war bei Action, ich war bei Rossmann, ich war bei DM, ich war bei Teddy. Ja, und dann habe ich noch online in einem so einen Sonderposten Lebensmittel Online-Shop bestellt. Und ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Entschuldigt bitte meine Haare, aber ich komme gerade vom Einkaufen und... Also ich weiß nicht, jetzt scheint aktuell wieder voll die Sonne, wie ich gerade die Sachen ausgeladen habe, hat es geschifft wie nochmal was. Also das ist wie Aprilwetter, wirklich, also unglaublich. Gut, wir fangen einfach an, ich greife wild rein. Fangen wir doch eigentlich gleich mit Teddy an, weil beim Teddy habe ich nur zwei Sachen gefunden. Und zwar diese süßen Körbchen in Roségold, die fand ich so super schön. Und zwar habe ich mir gedacht, für Pommes, wenn man die anrichtet, kann man die da ganz schön so reinmachen. Und ja, da hat eins nur 1,75 Euro gekostet, das fand ich mega toll. Und ja, deswegen mussten die mit. Dann geht's weiter mit Action. Ja, da habe ich dieses coole Licht gekauft. Und zwar, das ist Solar, das ist so ein Kaktus. Und zwar, ich habe im Juni Geburtstag und möchte bei mir so eine kleine Gartenparty machen mit Grillen und so. Und ja, da dachte ich mir, da wäre das ganz cool für den Tisch. Also ich habe so eine Bierzeltgarnitur. Und ja, da würde mir das drauf gefallen. Gekostet hat das, ich glaube, 1,79 oder so. Ja, fand ich ziemlich cool und deswegen musste das mit. Dann wollte ich mal so Toilettenhänger neue ausprobieren. Und zwar, da bin ich nicht eskaliert, aber ich wollte einfach mal eine günstige Alternative finden. Und zwar fangen wir mal an. Ich habe diese hier mitgenommen. Die haben durch die Verpackung alle recht schön frisch gerochen. Dann fand ich die vom Design her ganz niedlich. Mit diesem Schmetterling in lila und in blau. Dann habe ich die noch gesehen. Die haben... durch die Verpackung auch schön frisch gerochen. Und zwar, das sind zwei Stück drinnen. Ja, ich glaube, da kommen noch mehr. Ich habe, glaube ich, noch mehr mitgenommen. Dann habe ich das hier mitgenommen für die Spülmaschine. So ein Dufthänger, da hatte ich jetzt länger keinen mehr. Und die finde ich immer ganz toll. Dann habe ich mir so ein Metall-Solarlicht mitgenommen. Das fand ich super süß in dieser Metalloptik. Ja, das ist auch Solar. Und zum Aufhängen im Garten fand ich das echt niedlich mit diesen Schmetterlingen und allen drauf. Ja, fand ich echt süß. Dann bin ich jetzt schon länger um diese Maske rumgeschlichen. Und zwar, das ist so eine Gelmaske, die kann man warm und auch kalt benutzen. Hier steht es drauf. Und ich dachte mir, für den Sommer ist es bestimmt ziemlich, ziemlich cool, wenn man das in den Kühlschrank legt und sich dann erfrischend aufs Gesicht legt. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon lange rumgeschlichen und jetzt habe ich es mir einfach mal mitgenommen, weil ich es so toll fand. Ups, jetzt ist es abgestürzt. Dann habe ich mir mal wieder eins von meinen liebsten Body Scrubs mitgenommen. Und zwar das hier von dieser Spa Limited Edition. Ich liebe diesen Duft und das macht die Haut so ganz, ganz, ganz zart. Also da ist wie so ein Ölfilm auch drinnen. Also das kann ich absolut empfehlen. Das habe ich mir schon öfters nachgekauft. Eine Zeit lang hatten sie es jetzt nicht und jetzt habe ich es wieder gesehen. Deswegen muss es wieder mit. Dann habe ich mir diese Posterkartenbilder mitgenommen. Ja, fand ich von den Designs her ziemlich niedlich, besonders das hier. Seht ihr, das ist doch so süß. Auch das fand ich sehr schön. Also allgemein, ich fand die Designs ganz niedlich und deswegen dachte ich mir, nehme ich das mit. Dann habe ich für meinen Garten auch zwei so Solarstecker mitgenommen und zwar... ich habe bei mir zwei so Blumenkästen auf der Terrasse. Da kommen noch, also ich möchte Lavendel reinmachen, aber da das Wetter momentan ja so unbeständig ist, habe ich mir gedacht, ich warte noch ein bisschen ab. Dann kommen Lavendel rein und da möchte ich dann links und rechts diese süßen, niedlichen Stecklichter reinmachen. Eine süße Schnecke und eine süße Schildkröte. Ich fand die so süß. Und deswegen, ja, mussten auch diese hier mit. Dann musste diese Maske mit. Ja, so eine Fußmaske, die fand ich ganz interessant. Ich habe mir gedacht, die könnte ich vielleicht über Nacht einwirken lassen. Mit Shea Butter und Vitamin E. Also die fand ich sehr, sehr ansprechend. Und ja, da freue ich mich schon drauf, die auszuprobieren.
dann habe ich mir eine Kerze mitgenommen. Ich liebe diese Erwig-Kerzen. Und die Fruchtcocktail-Kerze riecht so super gut. Deswegen dachte ich mir, nehme ich die mit. Ist auch das Glas diesmal ganz süß gemacht. Dann habe ich mir diese Schüsseln mitgenommen im skandinavischen Design, in Blau und in Grau. Jeweils zwei Stück. Die fand ich mega schön und die waren auch extrem günstig. Deswegen dachte ich mir, ja, nimmst du dir die dann mal mit? Für Müsli etc. Also da findet man immer Verwendung oder man kann ja auch, also die Größe ist ganz cool, also die ist nicht so riesig groß, ne? Da kann man auch mal Süßigkeiten, ach, da findet man immer eine Verwendung für so Schüsseln. Dann für die Arbeit habe ich wieder feuchtes Toilettenpapier mitgenommen. Es ist dort saugünstig und ja, deswegen nehme ich das gerne mit. Dann habe ich zu Vorrat mal wieder eine schwarze Haarfarbe mitgenommen. Und zwar, die war sehr günstig. Ich glaube 1,50 oder so eine Packung. Und die ist von Revlon. Und das fand ich ganz interessant. Ich müsste die Max wahrscheinlich mal wieder nachfärben, weil der Ansatz schon wieder ein bisschen sichtbar ist. Und ja, da dachte ich mir, ich würde die ganz gerne mal ausprobieren. Und deswegen habe ich mir jetzt auf Vorrat einfach mal zwei Stück mitgenommen. Dann habe ich mir im Action noch dieses Getränk mitgenommen. Ihr wisst ja, ich liebe das und jetzt habe ich mir wieder eins gegönnt. Das wandert jetzt in den Kühlschrank und wenn ich mal Bock habe, dann nehme ich mir das aus dem Kühlschrank raus, um mich zu erfrischen. Dann ging natürlich meine Energy Bar mit. Ich liebe die ja über alles und eine nehme ich eigentlich bei jedem Besuch mit. Und wenn ich da mal Bock drauf habe, dann mache ich es platt. Dann habe ich von Skin Essentials ebenfalls vom Action diese Wattestäbchen mitgenommen. Nichts Besonderes, aber meine gehen langsam zu Ende. Deswegen dachte ich mir, dann nehmen wir noch mal eins mit. Ah ja, da habe ich eins von Domestos noch mitgenommen. Wollte ich jetzt auch mal probieren. Die waren auch nicht so teuer. Und ich fand den Geruch Pinke Magnolie ganz interessant. Riecht mir jetzt nichts durch, aber ich bin gespannt, wie sich das so in der Toilette macht. Dann habe ich mir nochmal auf als Backup diese Herbal Essences Pflegespülung mitgenommen. Und zwar, das ist weiße Erdbeere und Minzextrakt und ich finde, die riecht super gut, kostet dort 99 Cent. Und ja, solange es die gibt, nehme ich mir eigentlich immer eine mal mit, weil ich die wirklich sehr gerne benutze. So, dann muss ich mal aussortieren. Ich glaube, der Rest ist alles Rossmann. Ah ja, da sind noch welche rausgefallen. Die habe ich noch mitgenommen. Zum fruchtigen Grapefruit-Duft. Ja. Und dann habe ich im Action noch diese Nussmischung mitgenommen. Auf die war ich jetzt schon länger scharf und die war jetzt immer ausverkauft. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Also steht drauf, dass die naturbelassen ist. Ich hoffe, das ist so. Nicht gesalzene, ungeröstete Mischung. Genau, perfekt. Und die sind dort sehr günstig. Normal sind diese Nussmischungen immer sehr teuer. Und es sind noch Cashews drinnen und ich liebe Cashew und ich liebe Mandeln und ja, Haselnüsse. Deswegen ist es die perfekte Mischung für mich. Und ja, jetzt geht's weiter mit Rossmann. Da habe ich mir noch mein Backup mitgenommen. Ich fand den Duft so toll. Steht aktuell in meiner Dusche und ja, deswegen habe ich mir noch meins mitgenommen. Also das ist so richtig schöner Duft, so vanillig, erfrischend. Also fand ich wirklich gut, deswegen ja, musste noch ein Backup her. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte mir mal wieder mein Gesicht etwas peelen, um die Hautschüppchen zu entfernen. Und da war das hier reduziert auf unter 1 Euro. Deswegen dachte ich mir, ich nehme das mit. Ist für normale Mischhaut, verfeinertes Peeling mit Aloe Vera und Gurke. Und ich liebe den Gurkengeruch, weil es so schön erfrischend ist. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal mit zum Testen. Dann ist meine Mundspülung leer gegangen. Die weiße davon, wenn man aufgebraucht Video gesehen hat, der weiß, hat mir nicht so zugesagt. Deswegen bin ich wieder back to the roots und zwar zu der türkisen, weil ich die einfach am liebsten mag. Dann, ja, habe ich das gesehen und das war echt günstig. Das hat nur 1,50 Euro oder 60 Euro gekostet. Das hat den Sonnenschutzfaktor 15, ist jetzt nicht viel, aber ich dachte mir, fürs Gesicht wäre das vielleicht ganz interessant und der Duft ist halt mega gut. Ja, und deswegen musste ich es mitnehmen.
Dann geht's weiter mit Kosmetikprodukten. Da war einiges reduziert und ging aus dem Sortiment. Unter anderem dieser Lipgloss, und den bin ich schon länger rumgeschlichen. Und ich dachte mir, so als Topper wäre das mal ganz cool mit diesem Holo-Effekt. Und ja, deswegen habe ich das mitgenommen. Ich glaube, das war unter 1 Euro, weil es aus dem Sortiment geht. Dann war in der Grabbelkiste ebenfalls von Essence dieser Lippenstift, der jetzt auch sehr, sehr gut zu meinem Oberteil passen würde. Ja, das ist so einer von diesen Matt-Lipglossen, Long-Lasting. Und für 95 Cent, hey, dachte ich mir, den nehme ich mit. Die Farbe ist ganz schön. Dann habe ich vom Rossmann noch das hier mitgenommen. Die habe ich immer in meiner Handtasche. Und ja, die haben jetzt natürlich eine mit Melonenduft. Und da konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Und die würde jetzt auch sofort in meine Handtasche wandern, weil, ja, freue ich mich sehr drauf, das zu benutzen. Dann habe ich mir, weil es reduziert war, ein schäumendes Badesalz mitgenommen von CD. Da hatte ich noch keins. Und steht drauf mit extra viel Schaum. Verzaubert mit weißer Blüte und Vanilleduft. Und ich fand den Duft ganz gut. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir das mal mit. Ja, und jetzt kommen wir schon zum vorletzten Teilchen. Ich habe mich in eine Kette verliebt, die musste ich mir unbedingt mitnehmen, Leute, weil ich sie so schön fand. Und zwar, das ist diese schöne lange Kette. Also die ist doch wirklich mal mega schön. Also da konnte ich einfach echt nicht dran vorbeilaufen. Die war jetzt nicht so günstig, hat 8,95 Euro gekostet. Aber ja, wie gesagt, die musste ich einfach mitnehmen, weil ich sie so wunderschön fand. Und ja, also die bekommen die am Eingang beim Rossmann. Da ist so ein Aufsteller mit lauter so Sachen mit Monstera-Blättern und lauter so in diesem Design. Finde ich super schön. Es gab es auch mit diesem gleichen Design Ohrringe, aber das war mir dann doch ein bisschen vielleicht zu viel. Obwohl das bestimmt auch ganz niedlich wäre. Mal gucken, vielleicht wenn sie das nächste Mal noch da sind, eventuell nehme ich es mir noch mit. Ich überlege mal. Ebenfalls reduziert war ein Nagellack. Und zwar so einer hier, der ist lila und hatte so verschiedenfarbige Glitzerpartikel drinnen. Der war auch im Ausverkauf, 95 Cent. Und ja, ich fand irgendwie ja, diesen Schimmer ganz schön. Also ich brauche den ja nicht für die Fingernägel, ich habe ja Acrylnägel. Aber meine Fußnägel lackiere ich selber. Und da dachte ich mir, wäre das mal eine ganz coole Farbe. So, und jetzt kommen wir zu den letzten Produkten von diesem Sonderposten Lebensmittelmarkt. Und zwar, das sieht so aus. Lebensmittelsonderposten.de. Und da habe ich einige Sachen gekauft. Und zwar dieser Packen hier mit Mentos Erdbeergeschmack, also so riesen Packung, hat das ganze Ding hier, 12 so Päckchen, nur 3,50 Euro gekostet. Leute, das ist immer mega geil, oder? Ja, also das habe ich mir mitgenommen oder bestellt. Dann diese drei Zahnpastas gab es für 1,98 Euro. Auch das fand ich ganz interessant. Dachte ich mir, hey, Zahnpasta braucht man immer. Die habe ich mir noch mitbestellt. Und jetzt habe ich hier noch ein Päckchen. Jetzt schauen wir mal, was wir da alles rein haben. Muss ich jetzt mal schnell aufmachen. So, genau. Dann habe ich eine Creamy Reese's Peanut Butter bestellt. Ja, normal ist die ziemlich teuer. Und dieses Päckchen hier hat gekostet 3 Euro in so einer großen, wie viel ist da drinnen? Ich glaube 500 Milligramm, also in dieser großen Verpackung. Fand ich auch okay. Dann weiter geht's mit drei, oh Gott, ich krieg's gar nicht raus. Drei von diesen Mr. Cream Brotaufstrichen fand ich auch ziemlich interessant. Also ich mag die ganz gerne in Verbindung mit Pancakes oder Pfannkuchen. Ja, und da haben drei dieser Päckchen haben gekostet 3x Creamy Haselnuss. 3,33 Euro. Fand ich auch ziemlich cool. Und ja, das war's gewesen, meine Lieben. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Tipps dabei. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Haut mir doch gerne Kommentare in die Kommis. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und hört ihr das? Jetzt regnet es wieder wie Sau. Meine Karre dreht schon durch. So ein komisches Wetter wirklich war, wie im April.
Naja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ich hab euch lieb. Tschüss.